Ja, moin moin, grüßt euch liebe Leute. Da sind wir wieder bei einer neuen Runde Flugsimulator 2020. Ja, wir sind ja letztes Mal in Damme gelandet und wollten ursprünglich ja heute eigentlich so also beim nächsten Flug weiter nach Quakenbrück fliegen. Das hat sich jetzt so ein kleines bisschen geändert, weil ich gesehen habe, dass Quakenbrück ein sehr, sehr kleiner Flughafen ist. Ja, mit eigentlich nur für Segelflug und so. Und da passt das nicht so ganz, dass wir da landen, finde ich. Also wir hätten es machen können auf jeden Fall, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach nochmal zu einem Flughafen zu fliegen, der so ungefähr in der Richtung ist wie hier in Damme. Und deswegen ist heute ein besonderer Tag. Wir fliegen heute nämlich zum ersten Mal raus aus Deutschland, nämlich in die Niederlande. Und zwar genauer gesagt nach Winschoten. Das ist ja so ungefähr auch nordwestlich von hier, von Damme aus. Und ja, Entfernung weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so genau. Ich glaube, es ist ein bisschen weiter weg als letztes Mal. Vielleicht so 20 Minuten, eine halbe Stunde Flug wahrscheinlich. Aber nicht ultra weit weg. Von daher alles cool. Ja, dann würde ich sagen, wir sitzen heute wieder in unserer Cessna 152 nochmal. Ich denke mal, wir werden noch zwei, drei Flüge in diesem Flugzeug machen und dann werden wir auch ein anderes ausprobieren zusammen. Und ja, dann würde ich sagen, meine eine Hand ist schon am Gashebel. Also wir sind so alles startklar, Startbahn ist auch frei, also wir können eigentlich loslegen. Dann würde ich sagen, machen wir das auch jetzt mal und geben Gas. Aber natürlich, wie immer, vergesse ich die Parkbremse. So, jetzt aber. So, eben gucken, dass wir uns wieder einigermaßen gerade halten hier auf der Bahn. Wind ist heute so ungefähr bei 15 km/h. Das geht alles. So, und dann sind wir auch bereit abzuheben. Schön hier rechts am Tower vorbei. Flughafengelände. Werden dann ja direkt gleich jetzt so eine kleine Rechtskurve drehen. Vor uns liegt Neunkirchen-Vörden. Ach, schöne Gegend hier. Echt schön ländlich alles, ne? Ja, ich bin immer noch so ein bisschen gehypt vom letzten, von der letzten Landung. Also ich kann es selber kaum glauben, dass wir das so gut hinbekommen haben beim zweiten Mal. Also obwohl es ja eigentlich relativ abrupt war, ne? Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt die mega Landung gewesen ist, zumindest im Vorfeld nicht. Aber jetzt sieht man es doch ein bisschen windig, ne? Könnt ihr gut sehen, dass es gerade ein bisschen rum hin und her geschaukelt ist. Aber das ist ja auch ein bisschen normal, weil wenn man so Kurven fliegt und so, dann kann das wohl mal sein. Und wir sind ja auch nicht gerade langsam unterwegs gerade. Hier ist jetzt gerade irgendwie, sehe ich, zweimal Neunkirchen-Vörden. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder keine Ahnung. Hier links scheint irgendwie so ein Steinbruch zu sein. Oder was ist das? Irgendwie, ja, sieht so aus, ne? Steinbruchmäßig. Ja, also hier kommen wir natürlich jetzt in Gegenden, da kenne ich mich jetzt auch nicht mehr so aus. Also da habe ich keine Ahnung, was hier was ist. Deswegen wäre es natürlich mega cool, wenn irgendwann mal Leute sich melden und sagen, hey, du bist heute über meine Stadt geflogen oder da und da bist du vorbeigeflogen. Oder die sich halt so in dieser Gegend hier ein bisschen auskennen. Das wäre halt super witzig, weil ich jetzt auch nicht wirklich weiß, was es hier so zu erkunden gibt oder so. Also wenn man jetzt, sag ich mal, so richtige Highlights hat, dann werden die natürlich hier auch angezeigt. Ne? Wenn ich jetzt in Paris bin, ist klar, hier Eiffelturm und sowas. Das habe ich dann, oh, hier schön Autobahn zu sehen. Richtig viel los wieder. Und ja, sowas, klar, das hat man natürlich dann schon. Aber halt jetzt hier in Grapperhausen, wenn da jetzt irgendwas Cooles wäre, was ich nicht kenne, dann würde ich da jetzt wahrscheinlich einfach so dran vorbeifliegen und gar nicht wissen, dass ich da gewesen bin. Das ist natürlich immer so ein bisschen ärgerlich dann.
Und ich weiß ja, also es ist für mich ja auch alles neu, ne? Also ich kenne jetzt auch die Strecke nicht, ich weiß nicht, über welche Städte und Dörfer und wo ich jetzt alles vorbeifliege, noch gleich auf meinem Weg nach Winschoten. Fakt ist auf jeden Fall, wir müssten, also man kann sich ungefähr Winschoten so vorstellen, dass das müsste so ungefähr am Dollart sein, nicht weit weg. Ne? Den Dollart kennen wir ja ein bisschen. Das ist da Richtung Emden hoch und dann halt quasi auf der niederländischen Seite. Also es ist nicht weit von der Grenze weg von Deutschland. Ja. Und auch nicht weit weg vom Dollart. Also das könnte vielleicht ganz schick anzusehen sein. Ja, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. Hier ist wieder so ein Gebiet mit Windrädern. Wenn jetzt nämlich mal so eine kleine Windböe mich nach unten drückt, dann habe ich direkt ein kleines Problem. Aber ich glaube, die müssten alle passend sein. Passend hoch. Ja, wir sind auf jeden Fall hoch genug, um drüber zu fliegen. Da sieht man es ganz schön. Oh, doch, noch relativ nah dran. Klein Drehle da hinten, Groß Drehle, da ist Erde. Ach so, und da hinten, 100 Kilometer ist es noch weit oder wie? Okay. Dann war es ja doch ein bisschen weiter weg, weil die anderen Flüge, die wir hatten, waren alle so 30 Kilometer, ja, so um den Dreh. Ich habe ja gesagt, heute wird es ein bisschen längerer Flug. Ja, aber 100 Kilometer ist auch nichts, ne? Wir können natürlich auch mal schauen, vielleicht, wenn das jetzt doch irgendwie zu lange dauern würde, weil wir fliegen ja jetzt ungefähr 100 Knoten. Ja, wir gucken mal. Also ich denke mal, dass wir das hinkriegen, so eine halbe Stunde hoffentlich da zu sein. Zur Not können wir immer noch auf einem Zwischenflughafen irgendwo landen. Das ist auch eigentlich nicht das Problem. Das kriegt man auch wohl hin. Da hinten ist ein kleinerer Fluss oder sowas in der Art. Schlängelt sich da durchs Land. Ein paar Wolken kommen jetzt auch auf. Schöner Wald hier. Oh, guck mal. Seht ihr das auf der VFR-Karte? Jetzt fliegt da nämlich tatsächlich auch ein Flugzeug gleich lang. Das ist natürlich jetzt auch geil. Ach so, und da ist Quakenbrück. Guck mal. Das ist ja lustig, weil, also das ist auf jeden Fall ein Düsenflugzeug, das sieht man schon. Das ist viel zu schnell im Gegensatz zu uns. Das ist aber halt das Geile, ne? Also es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier gucken könnte. Nee, Mist, geht nicht. Da müsste ich jetzt richtig auf die Karte, auf die richtige Map oder so gehen. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel sehen, dass, also das Flugzeug, was da jetzt gerade fliegt, das ist ein echtes Flugzeug, was jetzt auch wirklich gerade fliegt da, ne? Das ist total cool. Also wenn man sich das überlegt. Also es, zum Beispiel könnten wir es jetzt so machen, wenn einer von euch jetzt in Urlaub fliegen würde und sagt mir hier, am so und so vielten fliege ich um 8 Uhr morgens von, keine Ahnung, Düsseldorf nach Mallorca oder sowas. So, dann könnte ich zum Beispiel hier am Simulator, könnte ich quasi, wenn ich die gleiche Maschine hätte wie ihr, könnte ich mehr oder weniger mit euch mitfliegen oder nebenher. Das ist voll irre eigentlich, ne? Aber total cool, also ist ein schönes Feature, was man hat. Das ist halt, nennt sich dieser Live-Verkehr. Und das Coole ist halt, jetzt auf dieser VFR-Karte kann ich es halt nicht, aber ich kann das, wie gesagt, wenn ich auf der Map vorher bin, wenn ich die Ankunft und Abflug eingebe, auf der Karte kann ich richtig sehen, die Flugnummer von den Flugzeugen. Wenn da eins gerade lang fliegt, dann kann ich gucken, dann steht da KLM 031 oder sowas. So, und dann könnte ich theoretisch im Internet nachgucken, KLM 031, wo fliegt der gerade hin? Und dann sehe ich, oh ja, hier, der fliegt jetzt gerade von Amsterdam nach Madeira oder sowas. Also das ist total, total genial, echt.
wirklich cool. Ja, jetzt ne, hier rechts wäre jetzt unser Quakenbrück-Flughafen gewesen. Da vorne ist schon Quakenbrück. Da sieht man es schon. Aber zu dem Flughafen fliegen wir jetzt nicht, haben wir ja beschlossen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen, obwohl ich kann eigentlich auch noch mal wieder ein bisschen reinhauen. Dann wird es halt nur ein bisschen unruhiger. Und ich muss mal eben kurz das Ding hier wieder festmachen, weil das ist hier irgendwie locker geworden. Ich hoffe mal, das klappt jetzt eben hier so freihändig, weil es doch ziemlich windig ist. Okay, wir driften ab. So, okay, alles cool. Alles wieder unter Kontrolle. So. Ja, also rechts Quakenbrück, genau, das wäre so. Unten ist Groß-Mimmelage. Hinten Klein-Mimmelage, Nordrup, das habe ich schon mal gehört, ja. Das kenne ich wohl. Ich war noch nie da, aber gehört habe ich schon mal zumindest. So, 85 Kilometer noch. Ja, und wir werden auf jeden Fall uns so gen Norden bewegen jetzt, Nord-Nordwest. Und ich habe schon, ich weiß gar nicht, ob ich es schon verraten soll oder nicht, das ist so eine Geschichte. Weil ich habe für mich jetzt schon mal das nächste Ziel auch festgelegt. Und das Ziel, glaube ich, ist schon doch so ein bisschen ein kleines Highlight, würde ich sagen. So die letzten Flughäfen oder die letzten Orte, wo wir waren, waren jetzt vielleicht nicht für jedermann, dass man sagt so, oh wow, nach Damme wollte ich schon immer mal oder so. Aber ich glaube, nach Windschoten das Ziel, das könnte wohl doch für den einen oder anderen interessant sein. Weil es schon, würde ich sagen, eine ganz nette Urlaubsregion ist. So viel kann ich verraten, schon mal zumindest. Die schön anzusehen ist. Ich selber war noch nicht dort, aber ich war ja links und rechts daneben, also quasi fast da sozusagen. Ja, mit dem Wetter, das ist auch total cool, das ist halt auch das echte Live-Wetter. Das heißt, ich sag mal so, wenn ich jetzt von mir aus hier, ne, wo ich herkomme, losfliegen würde. Und dann zum Beispiel weiß, dass ich in 2 Stunden irgendwo in eine andere Stadt fahre, dann könnte ich quasi jetzt mit dem Flugzeug schon mal dahin fliegen und gucken, wie das Wetter da ist, ob es besser wird oder schlechter wird oder so. Das ist auch total witzig irgendwie. Ja. Da hinten ist so ein kleinerer See. Angelbeck, das kenne ich jetzt alles schon gar nicht mehr, diese Orte. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, was das alles ist. Also auf der VfR-Karte kann ich auf jeden Fall sehen, dass da ziemlich viele Flüsse oder vielleicht Kanäle auch sind. Vielleicht kommt auch, ach, Löningen. Ah, okay, alles klar. Da kommt auch irgendein Mineralwasser her, oder? Löningen? Ich meine, da ist eine Quelle in Löningen. Das würde erklären auch, warum da so viel Wasser gerade zu sehen ist. Viele Flüsse, so ein kleinerer See da unten. So, wir sind jetzt ungefähr 1700 Meter hoch. Ich guck mal eben. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Höhe. Wir können natürlich ein bisschen runter, auch schöner Walter in Lottbergen. Nicht Latz, sondern Lottbergen. Oh, Ellbergen gibt es auch dort. Das ist ja auch hier bei uns in der Ecke, gibt es ja auch, ich glaube, Ochtrup ist es, ne? In Ochtrup gibt es auch ein Ellbergen. Ellbergen und Wellbergen, ja. Windhorst, Löningen, wow, so viele Orte hier dicht beieinander. Hier unten ist gleich der See zu sehen. Ja, klein, aber fein. Was ist denn das Grüne? Ist das noch? Jetzt hat nicht hier am echt so Algen simuliert oder so, das wäre es natürlich, oder so Seerosen oder sowas. Ach so, und da könnte der Kanal sein, ne? Oder ein Fluss. Ja, auf jeden Fall hübsch. Grafenhold.
Es scheint so zu sein, dass da hinten ein bisschen mehr Wolken kommen, eventuell Richtung Nordsee, würde ja auch passen, theoretisch. Man merkt es auch windmäßig, dass so ein bisschen mehr sich tut gerade. Naja, ich sag mal, ein Unwetter werde ich jetzt mit Sicherheit hoffentlich nicht geraten. Das wäre es jetzt noch, das muss nicht bei einer Aufnahme sein. Hat zwar auch was, aber ja, jetzt muss man das nicht unbedingt haben. Ja, schaukeln tut es auf jeden Fall doch ganz gut. Ich habe jetzt mal noch, doch nochmal wieder ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Wenn man sieht es auch unten, dass wir ein bisschen Speed. Also Speed bleibt gleich, aber der Engine, ne, Leistung verringert sich langsam aber sicher ein bisschen. Stimmt, was ich euch noch fragen wollte ist, ne, also ich bin ja so ein Typ, ich mag ja Realismus immer sehr gerne und so weiter. Das ist der Grund, warum ich die ganze Zeit immer aus dem Cockpit rausfliege und halt nur so immer schaue, wie ich halt auch als Pilot schauen würde. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Kamera zu wechseln. Ich kann euch das mal zeigen einfach. Habe ich die ganze Mal immer voll vergessen. Wir können zum Beispiel natürlich auch so fliegen. Ne? Dann kann ich ja halt ein bisschen mehr zeigen von der ganzen Umgebung. Dann sieht man ein bisschen mehr. Es ist natürlich, ja gut, die Instrumente habe ich auch die wichtigsten alle dabei. Also man sieht das Flugzeug, ich kann jetzt hier genau das gleiche machen. Ne? Da sieht man es von der Seite, so sieht unser Flugzeug jetzt aus. Wir haben heute die Kenmore-Version von der Cessna 152. Das ist eine andere Lackierung. Und wenn ihr möchtet, kann ich auch so fliegen. Ne? Müsst ihr mir einfach mal sagen, was für euch schöner ist. Oder wie gesagt, ich mache es halt einfach immer wegen dem Realismus, dass ich ja, dass ich aus dem Cockpit fliege, aber für mich macht das keinen Unterschied, ob ich jetzt so oder so fliege. Also, da könnt ihr gerne sagen, wie ihr das haben möchtet, wie es euch am schönsten ist. Man kann natürlich auch so eine Mischung draus machen, dass man sagt, bei Start und Landung oder so, dass man dann aus dem Cockpit das macht und während des Flugs einfach von der Außenansicht, damit man halt mehr sieht von den ganzen Sachen oder so. Also ich bin da für alles offen, da müsst ihr mir einfach sagen, wie es für euch am besten ist. Dann kann ich das gerne so machen, wie ihr möchtet. Kein Problem. So, man sieht ja auch schon, dass wir jetzt ein bisschen tiefer gesunken sind, dadurch, dass ich ja die Geschwindigkeit rausgenommen habe. Dadurch, dass aber der Wind uns gerade permanent weiter runterdrückt, muss ich jetzt doch wieder die Geschwindigkeit hoch machen. Und jetzt seht ihr, wie ich langsam wieder nach oben gedrückt werde. Ne? Zack. Und plötzlich geht die Höhe wieder nach oben. Das ist echt ein minimales, ne? Das sind 25 Prozent Schub mehr, aber hat einen großen Effekt halt. Ne? Ja, man kann das natürlich auch über die Trimmung machen und so weiter. Das ist, dann kannst du permanent die gleiche Geschwindigkeit machen und durch die Trimmung stellst du die Ruder so ein, dass die passend stehen, dass du halt quasi ein Level, ein Fluglevel ungefähr behältst. Ne? Ich mache es halt immer so, keine Ahnung, ich fliege entweder Vollgas, dann gehe ich erstmal ein Stück hoch, zum Beispiel auf eine bestimmte Höhe. So, dann nehme ich ein bisschen Gas weg, dann sinke ich wieder ein kleines bisschen, dann mache ich wieder Gas rein, dann steige ich wieder ein bisschen und so weiter. So reguliere ich halt immer die Höhe so ein bisschen. Ich kann es natürlich auch mit einem Steuerrohr einfach runterdrücken, hochdrücken, geht natürlich auch. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Flugzeug zu lenken und zu fliegen. Da muss man einfach für sich das Passendste finden. Hier links ein schöner See noch bei Ostenwalde. Auch sehr schön.
Was ich vielleicht nächstes Mal machen kann, das ist vielleicht auch mal eine Idee, dass ich mir hier links neben mir mein Tablet hinstelle und dann einfach Google Maps nebenbei anmache und dann so grob mal gucke, wo ich so lang fliege auf meiner Route. Und falls ich bei Google Maps schon irgendwas sehe, was vielleicht interessant ist oder so, ja, dann könnte ich das zum Beispiel auch ansteuern. Also weiß ich jetzt echt gar nicht, was auf mich zukommt. Ne? Hier links fliegen wir so ein kleines bisschen durch eine kleine Wolke, ist auch schön jetzt. Ich glaube, unsere erste Wolke in diesem Spiel, ne? Also die wir so ein bisschen antatschen. Bei allen anderen Flügen haben wir, glaube ich, bis jetzt immer nur gutes Wetter gehabt. Also ich meine, jetzt ist das Wetter auch gut, aber es ist halt wenigstens mal eine kleine Wolke dabei. Ein bisschen nebelig jetzt gerade, ne? Weil wir die gerade so ein bisschen durchfliegen. Ah, da ist Sögel auch. Ja, sieht direkt so alles ein bisschen nebelig aus irgendwie, ne? Auch interessant. Schön. Ja, und so auf diese Weise kann ich euch auf einen Flug um die ganze Welt quasi mitnehmen hier. Ja, und wie immer nochmal an der Stelle kann ich euch nur sagen, wer Wünsche hat oder so, kann die immer gerne raushauen, wenn ich irgendwo mal hinfliegen soll. Ja, haut es einfach gerne raus, sagt mir Bescheid, wo ich hinfliegen soll, und dann fliege ich da super gerne für euch hin. Theoretisch könntet ihr mir auch, also was man auch machen kann, ist, man kann quasi exakte Koordinaten, das muss aber über Bing laufen. Da könnte man mir quasi, wenn ihr irgendeinen bestimmten Punkt wollt, keine Ahnung, euren Reitstall oder euer was auch immer, euer Haus oder so sehen wollt, dann müsste man diese Koordinaten von Bing eingeben in der Karte. Die kann ich hier in die Karte eingeben und dann kann ich theoretisch quasi über euren Pool fliegen, wenn ihr wollt oder so. Also ich weiß ja nicht, ob der hier dargestellt wird, aber zumindest die, ihr seht es ja hier unten, ne? Also so einige Häuser werden ja wohl auch dargestellt. Also hier unten zum Beispiel dieser Bauernhof jetzt oder so. Da kann es gut sein, dass dann vielleicht euer Haus oder euer Stall, euer Hof oder was auch immer da auch mit zu sehen ist zum Beispiel. Das wäre natürlich wahrscheinlich super cool zu sehen. Ja, hier auf der rechten Seite ist jetzt nochmal ein Flughafen gleich, ein kleinerer. Das könnte dieser Steinfeld eventuell sein. Ja, scheint mir so, genau. Weil das wäre auch ein potenzieller Flughafen für mich gewesen, aber das ist auch so ein kleinerer Segelflugplatz wieder. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist mir auch zu klein. Ja, und jetzt wird es hier schon langsam wolkiger, wie ihr seht, ne? Also jetzt wird es interessant hier. Je mehr man Richtung Nordsee kommt, desto schlechter wird es. Kennt man irgendwo her, ne? Ist ja meistens so. Ja, hier ist schon richtig diesig. Schon sehen. Ach so, Segelflugplatz bei Suhrwold. Ja, das war der eine Flughafen. Genau, Suhrwold war es. Ja, und wir haben nur noch 42 Kilometer. Wir werden gerade jetzt ein bisschen mehr durchgeschüttelt. Voll nach unten gedrückt wieder. Und fliegen jetzt wieder gleich über so einen Windräderpark da. Aber es sind auch hoch genug. Das passt wohl. Ja, aber wir werden gleich auf jeden Fall ordentlich Wolken-Action bekommen. Das sieht man auf jeden Fall schon mal. Wir werden richtig runtergedrückt jetzt. Und durchgeschaukelt. Also dass ich mache dieses, ne, links, rechts, hoch, runter, das mache ich nicht. Also das ist der Wind quasi. Ich halte immer nur mehr oder weniger dagegen. Das ist schon interessant. Neuilea sagt mir jetzt auch gar nichts, ehrlich gesagt, tut mir leid. Neuburger da unten.
Ja, es wird definitiv unruhiger langsam. Obwohl er mir beim Wetter vorher, bei der Routenplanung, hat er mir eigentlich angegeben, dass es in Damme weniger sein sollte eigentlich als in Winschoten. Damme war, glaube ich, irgendwie 18 km/h und Winschoten 12 oder 13. Aber gut, man weiß ja nicht, was dazwischen ist. Kann ja sein, dass dazwischen 30 km/h ist und sich dann wieder beruhigt, wenn ich zur Nordsee komme oder so. Das kann natürlich jetzt auch sein. Nähe. Ja, und jetzt tauchen wir gleich das erste Mal richtig in eine Wolke rein. Auch nicht schlecht. Hier unten ist entweder ein Fluss oder ein Kanal. Ach so, Segelflugplatz Alte Ems. Da können wir auch vorbei. Schön. Wow. Und jetzt wird es düster gleich hier. Nebelig. Ja, wir kommen wirklich genau über den Segelflugplatz Alte Ems vorbei. Wäre natürlich ein potenzieller Kandidat auch zum Landen, aber es ist halt wieder auch nur so ein Segelflugplatz, ne? Das heißt, das ist wieder nur eine Grasfläche. Es ist halt. Ist nicht so die Art von Flughäfen, die ich so gerne mag, sage ich ganz ehrlich. Deswegen überspringe ich solche Flughäfen dann einfach und fliege den nächstbesseren an. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, alle die, die da heimisch sind. Aber ich fliege ja trotzdem drüber und an euch vorbei. Also, auch wenn ich da jetzt nicht lande, aber ist ja nicht so, dass man es komplett weglässt oder extra am Boden drum fliegt oder so. Deswegen. Wow, ja, mit einer Hand fliegen ist jetzt auch schon nicht mehr so einfach, weil man echt gut gegenhalten muss. Ich bin jetzt schon wieder mega gespannt auf die Landung heute. Das ist echt jedes Mal immer wieder neu so ein Highlight, weil du nicht weißt, was passiert. Ne? Keine Landung ist wie die andere. Du kannst einen Flughafen nehmen und da 100 Mal drauf landen und keine Landung wird wie die andere sein. Wenn du immer, ne, immer anders reinkommst, immer noch ein Windzug kommt oder irgendwas ist oder so. Also das ist wirklich jedes Mal Lotterie. Deswegen ist das immer ganz spannend. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Flughafen da gleich sehen können. Da ist er jetzt gleich zu unserer linken Seite. Ich kann natürlich auch mal eben auf Außen stellen. Oder nee, komm, lassen wir es. Oh, guck mal, das ist ja echt so ein kleiner Flughafen, ne? Wahnsinn. Das ist echt einfach nur so eine Graspiste, ne? Ganz simpel gehalten. Was ist das? Schukenbrock? Ah ne, das habe ich gerade verwechselt mit Holte Stukenbrock oder so, glaube ich. Das ist was anderes gewesen. So, da sehen wir auf jeden Fall den Segelflugplatz Alte Ems. Schöne Grüße. Wir landen heute aber leider nicht bei euch. Oh, da sehen wir eine Schleuse hier unten. Auch schön. Vom Kanal. Ganz toll. Borsum. Ja, da wäre der Segelflugplatz Alte Ems gewesen. Einfach nur eine Graspiste, ganz einfach und schlicht. Hübsch. Rehde, das habe ich doch schon mal, das sagt mir was. Rehde habe ich mal gehört. Da kommen wir wieder ein bisschen in Regionen, die man so ein bisschen, die nicht ganz unbekannt sind. Und da kommt jetzt aber gleich eine richtige Wolkenwand auf uns zu. Wow. Oder ist die Wolkenwand vielleicht noch direkt vor uns? Das könnte natürlich auch sein. Wir sind jetzt nur noch 24 Kilometer entfernt. Das ist nicht weit. Wir könnten Glück haben, dass wir genau vor der Wolkenwand noch runtergehen. Es kann aber auch sein, dass wir noch vorher voll reinkommen. Da bin ich jetzt echt gerade selber gespannt, wie das werden wird. Guck mal, hier unten auch richtig schön zu sehen, ne? Zwei Fußballplätze da unten. Von welchem Verein die wohl sind? Wie heißt denn der Ort? Ach, Rehde, ja, stimmt, genau. Ja, an die Kicker von Rehde, ich grüße euch. Ich weiß, wie der Verein jetzt genau heißt.
Aber zwei Plätze scheinen sie auf jeden Fall schon mal zu haben. Ist das sogar BSV Rede? Ich weiß es nicht jetzt genau. In Rede sind wir. Es kann sogar sein, dass wir hier schon nicht so weit weg von der Grenze zu Niederlande sind sogar. Wir werden es spätestens an den Ortsnamen nachher erfahren. Zack, ja, hier wird schon neblig jetzt, ne? Es ist auf jeden Fall eine ordentliche Wolkenwand da vorne. Es sind zwar nur, oh okay, jetzt hat sich's gerade wieder geupdatet, wieder ein bisschen besser geworden. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, freie Bahn. Heerenland. Das hört sich schon so ein kleines bisschen niederländisch an, aber ich glaube, es ist immer noch Deutschland. So, 19 Kilometer. Ist das da hinten schon der Dollart? Ich glaube, da kann man den schon sehen. Seht ihr das da hinten rechts? Da ist so ein Gewässer da vorne. Das ist schon der Dollart, meine ich. Ja, dann müssten wir tatsächlich auch schon jetzt fast in den Niederlanden schon sein. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, das ist der Dollart schon da vorne. Und quasi rechts von der Seite vom Dollart ist nämlich Emden. Und die Ems fließt ja auch noch in den Dollart rein. Und der Dollart endet ja dann in der Nordsee. Wow, ja, das sieht schon wirklich nach Niederlande aus hier. Wahnsinn. Alles flach hier, Bellingwolde. Ja, ich kenne mich jetzt leider. Ja, jetzt war auf jeden Fall hier. Oh, Oudeschans, Oudeschans. Das ist auf jeden Fall niederländisch. Also, ja, willkommen in den Niederlanden, liebe Leute. Da sind wir. Wir sind in Holland gelandet. Die Niederlande. Schön. Ich finde, man sieht es irgendwie, gefühlt sieht man es schon sofort vom Gebiet her. Ne? Da hinten sehen wir auch jetzt ein bisschen die Umrandung vom Dollart schon da hinten. Voll cool. Und noch 13 Kilometer, das heißt ja, so langsam aber sicher. Müssen wir uns vorbereiten. Oudeschans. Also ich liebe Holländisch, ja, ne? Dieses Niederländische, egal was, diese Akzente, wenn die reden. Ich würde sogar selber super gerne Niederländisch können, aber ich ja, kann halt nicht viel mehr oder weniger, als man so kann. Vielleicht ja, kriegt man es durch die Schule noch mit von meinen Kindern oder so, dass man da ein bisschen was lernt noch, eventuell in Zukunft. Oder man muss es sich halt nochmal selber beibringen. Das ist natürlich auch eine Option. Aber ich finde das immer ganz, ganz schön. Ich bin auch sehr gerne in den Niederlanden. Wir wohnen ja nicht weit weg davon. Das ist einfach alles sehr viel ruhiger, entspannter und geordneter, lockerer einfach. Also sehr angenehm, immer wieder schön. Ja, und jetzt auch mal in der Luft. Auch schön mal da zu sein. Und das Tolle ist, wir fliegen scheinbar da richtig an so einem Gewässerkanal vorbei. Das sieht ja auch schon schön aus. Und leider ist genau jetzt hier gerade die übelste Wolkenfront. Also nicht übelst, aber ja. Auf jeden Fall schon so, dass man nicht mehr so richtig gut sehen kann. Ist nicht da hinten, scheint eine größere Stadt zu sein, aber ich sehe gerade nicht, wie die heißt. So, und da ist auch schon der Flughafen zu sehen. Finsterwolde, okay. Und da ist Ostwold, genau. Das ist da fast bei dem Flughafen. Reiderwolde, ne, das sagt mir alles gar nichts. So, wir müssen jetzt schauen, so, und da sieht ihr schön den Dollart schon, ne? Jetzt sieht man ihn richtig gut. Und dadurch, dass wir jetzt sowieso so eine kleine Kurve nachher noch fliegen müssen,
kommen wir sogar dem Dollar ein kleines bisschen nahe noch. Aber wir werden uns den sowieso noch genauer anschauen. Nächster kleiner Tipp. Für mein nächstes Ziel. Ach hier, guck mal, das ist auch richtig schön, ne? Also das ist bestimmt auch mal eine Reise wert, würde ich sagen. Oh, da hinten fliegt auch ein Flugzeug wieder. Vielleicht Richtung Amsterdam oder so. Blauvestad. Das scheint ein schöner Ausflugsort zu sein. Das ist ja hier alles mit Wasser umgeben. Überall so kleine Kanäle und hier der Riesensee da. Wow. Das wusste ich jetzt selber nicht, dass das so ist. Das ist ja echt ein richtig schönes Ziel, mal hinzufahren. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und bestimmt viel zu entdecken. Da hinten sieht man auch schon so einen Sandstrand. Wo ist das? Mittwolder? Oder wie heißt das? Ja, Mittwolder. Cool. Ja, so kann man sich auch seine Inspiration für Urlaubs- oder für Ausflüge holen. Auch nicht schlecht. So, wir schauen jetzt mal, dass wir so ein bisschen auf unseren Kurs Richtung Flughafen einbiegen. Weil ich schon wieder die Befürchtung habe, dass wir schnurstracks irgendwie darauf zufliegen gerade. Deswegen mache ich jetzt schon mal. Ist der etwa gerade unter uns? Oh Mist, wir sind genau drüber. Ja toll. Das hat ja wieder super geklappt. Ja moin, ey. Ja, wir müssen halt noch eine kleine Kurve eben drehen, weil ich irgendwie. Ich muss mir den jetzt nochmal eben anschauen. Einen Moment. Ach Mann. Weil ich jetzt nicht weiß, in welcher Richtung der irgendwie ausgerichtet ist. Und wie ich reinfliegen muss, das ist das Problem gerade. Aber auch nicht schlecht, dann sehen wir nochmal schön den See hier. Ist auch gut. Mit dem Flugzeug zu drehen, ne? Das ist auch immer so eine Geschichte für sich. So, wo ist jetzt der Flughafen hier? Hä? Bin ich jetzt blöd? Da unten habe ich gerade Maschinen gesehen, aber ich sehe da keine Asphaltbahn. Oder bin ich jetzt vollkommen blöd? Okay. Ja, das wird jetzt interessant. Ja, sowas kann natürlich dann auch mal vorkommen, wenn man einen Flughafen nicht kennt. Ja, da ist auf jeden Fall der Dollard ganz schön zu sehen. Ich guck mal eben ganz kurz, was es hier noch für Flughäfen in der Nähe gibt. Natürlich keinen. Oder wir fliegen hier nach EDWE, ist das Emden wahrscheinlich oder was, ne? Aber das ist natürlich auch noch ein ganzes Stückchen weg hier. Oh Mann, ja, dann müssen wir es jetzt einfach mal versuchen, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Ach so, da ist er, ja. Oh Gott, das wird schon wieder so eine Geschichte wie letztes Mal. Naja, wir versuchen es auf jeden Fall. Ich glaube, danach wird keiner mehr mit mir mitfliegen. Aber. Ich würde mal jetzt sagen, dass das die Landebahn hier ist, oder? Oh, ey, so zu landen, ne? So richtig abrupt immer. Das ist so heftig, ne? Aber. Wir haben es hingekriegt. Ein bisschen anders als geplant, aber gut.
Willkommen in den Niederlanden, liebe Leute. Wir sind gelandet. Hier seht ihr ein bisschen, ja, da läuft sogar ein Typ rum. Wie geil ist das denn? Da stehen noch die anderen Maschinen. Das ist ja witzig. Voll geil. Ja, wir sind in Winschoten gelandet. Schöne Ecke, wie ich finde. Und ja, die jetzt durchgehalten haben bis zum Ende, den verrate ich natürlich jetzt auch, wo es als nächstes hingeht, als kleine Belohnung. Ja, als nächstes fliegen wir von Winschoten aus nach Deutschland wieder auf die Insel Juust zur Nordsee, Nordseeinsel. Ich glaube, das wird eine ganz schöne Strecke. Also es ist nicht weit weg von hier. Aber ja, jeder, der die Nordsee mag, der die Insel mag, der wird sich bestimmt über den Flug freuen und auf Juust zu landen. Ist, glaube ich, auch noch ein richtig geiles Highlight. Ja, deswegen könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen schon mal. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video schon wieder. Bis dahin hoffe ich, dass ihr alle gut das Wochenende überstanden habt. Und dann sehen wir uns bald schon wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Macht's gut.